Eine Kurve führen? Freie Aktion, so ein Fahrer rufen. Langsamer! Langsamer! Nächste Kampfrunde. Kurve ansagen müssen? Das ist das, was ich dir eben sagte. Wir kommen einfach nicht um die Kurve, weil wir den Typen rechts von uns hängen haben. So gut, dann würde ich jetzt Vollbremsung, Notbremse, was auch immer. Ja. Also so schnell wie möglich langsamer werden. Ich möchte vorher der Jürgen gerade noch einen mitgeben. Dem ihr halt gerade ist? Ja, mit einmal, mal nicht dreimal. Gut, dann kannst du schon mal mit einmal, mal nicht dreimal. Gut, er kriegt eine Viererfinte. Weil, was soll ich sonst tun? Dann kriegt er noch eine Viererfinte. Was soll ich sonst tun? So, dann bin ich in meiner umgewandelten Aktion. Da gebe ich ihm, ach, einfach mal einen Befreiungsschlag. Mit einer Viererfinte. Einfach insgesamt lustig, also sehr kombinieren. Ja. Oh. Ja. So, ich mache erstmal schwarzes Schild, schwarzes Schild. Das hat zumindest zweimal geklappt und den dritten wird er nicht mehr machen. Das ist ein Erfolg, dann kannst du... Ja, du musst halt ganz normal einen Schaden halbieren, ist egal, weil er wird dann nicht so, zack, 1, 2, 3. Also erst einmal wird er jetzt eine Distanzklasse zurückgedrängt. Das sollte seinem Fahrer nicht gefallen. Warte kurz. Mhm. Er hat eine höhere Initiative als du, ne? Ja, einen Punkt. Das heißt, er darf einmal einen Angriff machen und das würde er schaffen. Darf er vorher Schaden an dir machen? Okay, kein Problem. Und dann kommt deiner durch. Kaban, wie gesagt, er kriegt 11 ins... Ach komm, ich gebe dir die Zone. 11 in den Bauch, er wird an der Zone zurückgedrängt, er verliert MW6 Inni und er muss einem Niederwerfen widerstehen. Okay, Niederwerfen. Körperkraftprobe ohne Erschwernis. Ja, ihr Halkengardist, habe ich da die KK? Ansonsten nehmen 5 Schaden oder so. Dann kriegt er nochmal 2. Dann fällt er vom Wagen. Genau, wollte gerade sagen, fällt vom Wagen, ist damit aus dem Rennen. Gut. Lutisana darf noch Torgosch angreifen. Das ist ja gemein. So. Der Arme. Du kannst natürlich dich auch, du kannst natürlich dich wehren. Ja, ich greife die Alte aber nicht an, weil dann drückt die mir nämlich einen kostenlosen Angriff rein und bin ich ziemlich tot. Gut, dann 1, 2, 3. Ne, sie greift dich zweimal mit Krieg an. Finte 4, Finte 4. Dann wieder auf die 15. Halt sie gegen! Einmal nicht geschafft und damals geschafft. Und denke, sie wird gar nicht für die Distanzklasse. Ja, das eine ist sowieso erstmal kritisch, Erfolg. Genau. Das heißt, du kriegst einmal doppelten Schaden, halbe Parade. Okay, ja, ich pariere einfach erstmal. Also mit einer Finte 4 ist der erste Angriff nicht geschafft. Ja, genau. Der erste ist nicht geschafft und der zweite ist kritisch geschafft. Genau. Ja, dann habe ich den zweiten sogar pariert. Ja, dann drücke ich ihr jetzt selber eine 8er Finte rein. Komm, was soll der Geist? Ja, wir sind so gut heute. Das und er trifft sogar! Das wäre gelungen. Alles klar, Schaden. Ich habe Angst. Achso. Ich habe Angst, ob blutige Sonne. Brauchst du nicht. Keine Sorge, die hat Chips. Außerdem ist dein Wurfspieß ja nicht mehr verbessert. Gut, ja, dann würden die hier aber weiterfahren erstmal. Die haben da erstmal genug Probleme und müssen dann den Wagen umdrehen. Ich nehme die erstmal gerade raus. Ihr könnt dann erstmal den Wagen drehen. Ragnar, Fahrzeuggelenken plus 7. Easy, Moment. Dafür bin ich hier. Ah, locker. Gut. Dann den Wagen drehen. Der beste Fahrer, den ich je hatte. Aber wir wollten noch anhalten, oder? Wir wollten hier... Der fährt gleich weiter, Moment. Alles klar. Die fahren weiter. Ah, die Amazone fährt vorbei. 1, 2... Da würfel ich auch nochmal für die Amazone. 1... Entschuldigung, das sind 2 Stück. 1, 2, 3, so. Genau, dann schafft sie es auch. Kannst du immer noch sehen, dass das... die unbesiegbare Legionärin da rumläuft. Udalbert muss jetzt einsteigen. 1, 2. Versucht jetzt die Zügel zu übernehmen. Und damit kommt er zumindest um die Kurve rum. Und ist direkt neben euch. Gut. Wunderbar. Ziel erreicht. Ja, und Johnny hatte ja schon einen runtergeschossen. Dann habt ihr noch einen Irrhalkengardist, der dort oben steht. Ja, den hol ich mir im Nahkampf. Nächste Kampfrunde. Möchte jemand drüber sprechen? Ja. In der Runde hast du mich übersprungen. In dieser Runde, wo Udalbert hier rumgezogen ist. Das ist richtig. Stimmt, ja. Ja, ich lade 2 Aktionen nach, das war's. Gut. Ich wollte nur ansagen. Ja, du hast vollkommen recht, danke. So, nächste wenn Kampfrunde. Wenn wir nicht erst manövrieren müssen, möchte ich rüberspringen. Hier natürlich vor.
Und sofern mir Jalan überhaupt mitteilt, dass er rüberspringen möchte, würde ich natürlich nah genug ranfahren, dass er rüberspringen kann. Ich rufe einfach die ganze Zeit. Rüber anhalten, rum, rüber, rüber, weiter nach rechts. Ja, genau so, nein, nicht so, weiter spring, nach rechts. Spring, ich selbst, okay. Sprung auf den anderen Wagen, Fahrzeuge denken +2 unter der Körperbeherrschungsprobe +5 von Jalan. Natürlich die volle Behinderung. Glück habe ich ja nur das Kettenhemd an, das war nämlich von langer Hand geplant. Für Ragnar ist das komplett einfach. Ah, come on! Von langer Hand geplant. Was tut sie denn jetzt? Ah, so ein wagemutiger Kämpfer kann, wenn er das schafft, ein gegnerisches auf einen Wagen oder auf ein Pferd springen. Das erfordert eine Probe, die zusätzlich wie die üblich doppelte BE erschwert ist. Gelingt die Probe, hat er sein Ziel erreicht auf den anderen Wagen. Kommt es misslingt die Probe, stürzt er. Ein Kämpfer kann den anderen Wagen außerhalb versuchen, mittels eines Gegenhaltmanövers seinen Sprung zu hindern. Ja, klar, dann stürzt du. 2-6 +4, bis aus dem Rennen. Ja, gut, ne? Also, ich glaube, wenn wir jetzt auf dich warten, dann holen wir dich wieder ein. Torgosch, du bist die letzte Chance. Der Wagen steht gut. Du siehst es noch einmal rumpeln. Glücklicherweise ist der Zand schon an euch vorbei. Sonst, du siehst natürlich noch die verstümmelte Leiche mit dem ausblutenden Kopf direkt hinter dir. Jalan rumpelt einmal, scheppert, schürft sich unglaublich fies auf. Bleibt liegen. Du siehst nochmal, wie der Arm sich nach hinten streckt, nach dem Motto: Ich möchte mich festhalten, aber er ist einfach weg. Ja gut, ich möchte erstmal das gegnerische Pferd stechen, damit die langsamer werden, damit das nicht so ein todesmutiger Sprung ist. Das ist eine gute Idee eigentlich. Also mein Ziel ist erstmal gegnerisches Pferd. Bei dieser zutiefst, Raya lässt sich ein Manöver, ist dir egal, wenn du Zwerg bist, zielt ein mit Sensen oder Sichelklingen ausgestatteter Wagen. Nicht auf die Beine, achso, okay, das ist Pferdemetzger, das ist für den Wagen. Ja, dann gebe ich dir einfach mal... Dann noch einfach die Zügel. Nee, ich will ja, dass sie langsamer werden. Ich will nicht, dass sie anhalten. Ja, schneid die Zügel durch, dann halten sie an. Ja, genau. Entweder du kannst nächste Runde die Zügel durchschneiden, dann müsstest du diese Runde warten. Oder du könntest jetzt einfach neben das Pferd ziehen und du kannst das Pferd angreifen. Ja, mach aber das Pferd jetzt kaputt, Junge. Mach die Zügel durch, dann stehen sie auf jeden Fall. Ja, aber das kann ich sowieso erst nächste Runde. Da kann ich noch diese Runde das Pferd angreifen. Würfel. Das ist wahr. Ja, irgendwelche Erschwernisse, wenn ich das Pferd angreife? Die üblichen. Also +8. Genau. Fruchtschlag. Ja, easy weggekrittet das Pferd. Boah, Alter! Schaden! Schaden! Oh, immerhin 16. Ja, okay, dann ist das Pferd auch tot. Bricht aus, es rumpelt einmal, ein Teil des Wagens klappert dann noch einmal über das Pferd hinüber und zerquetscht nochmal den Rest der Beine. Und damit bewegt er sich nur noch 30 Einheiten pro Kampfrunde. Die vorne nehme ich hier einfach mal raus. Die fahren weiter. Der Zand fährt auch weiter. Der ist erstmal egal. Wobei die Zands gerade... Kann ich vorziehen, bevor die weiterfahren? Ja, kannst du. Ja, dann würde ich ganz gerne eine Aktion dafür aufwenden auf den Fahrer. Den Bogen lege ich auf den Fahrer an, sag Attacke Plus an und... auf den Fahrer? Ja, ja, vielleicht fliegt er ja vom Wagen runter. Ansonsten leicht verletzt, können wir den auch noch mitnehmen. Okay, alles klar, okay. Gut. Ich habe einfach beschlossen, dass Ömer überhaupt nicht gecheckt hat, wer von Udalbert ist und einfach jetzt auf den Fahrer schießt. Ja, alles klar. Udalbert wird der mit dem aufwendigsten Waffenblock sein. Also, das heißt Ömer doch nicht. Das wird man wahrscheinlich erkennen, ja. Der unterscheidet sich von den alten Gardisten. Schauen wir uns kurz, Mittel +2, Entfernung. Mittel +4. Mittel +4, genau. Müssen wir die Entfernung gucken? Ich meine, ich unterscheide mich ja auch. Diesmal sind es knapp über 15 Meter, also das gleiche wieder. Entfernung ist +4. Würfel einfach mal deine Probe, du sagst keine zusätzliche Frucht oder sowas an, ne? Doch. Ja? Du kannst ihn natürlich auf die Hand zielen, damit er die Zügel loslassen muss. Entfernung, leichte Bewegung war das, ne? Mittlerweile ist es wieder eine schnelle. Weil sie jetzt nicht mehr auf dich zufahren, sondern... Ist aber 8 Punkten Erschwernis, Sichtverhältnis, gab mir nochmal 2 drauf, sind wir bei 10 Punkten Erschwernis. Sind 6 Punkte Erschwernis? Sind 6 Punkte Erschwernis? Sie sagt mal +5. Krittet er ihn weg. Wenn du ihn jetzt wegkrittest. Nein, aber Lust +5. Schaden. 14 in den Rücken. Okay, oder irgendwie so seitlich zwischen die Rippen geschossen. Selbstbeherrschungsprobe. Rundschwelle -2, das wird wahrscheinlich mindestens eine Wunde sein, vielleicht 2, aber wahrscheinlich nur 1. Genau, ja. Selbstbeherrschungsprobe schafft er, trotz seines Alters, wie gesagt, irgendwie 60, vielleicht ein bisschen älter, sieht zumindest noch ziemlich rüstig aus.
Nimmt den Pfeil wie ein Krieger, wie ein Kämpfer und fährt weiter. Nächste Kampfrunde. So, er macht 30. Ja, ich ziehe vor. Ja. Hier vor. Los, mach was! Ja, fahr ran! Ich fahr ran! Möchtest du jetzt neben ihm bleiben? Möchtest du Sturmangriff oder sowas ansagen? Was genau soll das sein? Das ist ja ein alter Mann, ne? Der ist vielleicht gar nicht so gut im Fahrzeuglenken. Ja, weil alte Dieselcharaktere wären immer schlecht. du kannst ja auch auf den anderen Wagen springen. Das genau. Könnte ich machen, das lasse ich aber lieber. Ich glaube, Jalan wird dich umbringen, wenn du seinen guten Streitwagen alleine lässt ohne Führer. Ja, das ist doch der Moment dafür. Wir springen da jetzt beide rüber und gucken, wie das Ding dann crasht. Okay, wir springen da beide rüber. Du zuerst. Oh ja, Gott. Du musst aber erst die Fahrzeugleckenprobe würfeln, das kann ich nicht. Achso, ja, wie viel? Zwei erschwert, ne? Was wolltest du machen? Du wolltest einen Sprung auf den Wagen, plus zwei hier. Okay, ja, easy. Um fünf erschwerte. Körperbeherrschung, Entschuldigung. Ja, warte, lass mich eben dann noch meine Rüstung. Ah, das ist ja nur um sieben erschwert, das geht hier sogar noch. Alles geplant hier. Und der Junge springt! Du schaffst das natürlich, weißt du? Und der Junge springt! Er springt! Mit dem Wurf hätte ich es auch gepackt. So, dann kann der Gegenüber, wer ist das denn? Der Ehrhaltende, das lebt doch. Dann kann der ein Gegenhaltenmanöver ansagen. Ist das erfolgreich, wenn die Attacke des Gegenhalters um mehr Punkte unterwürfelt ist als die Springer-THP-Stern? Oh, RIP! Oh. Um Ragnar zu zitieren, RIP! Richtig, RIP, so, Alter. Gegenhalten, das ist eine plus 4, ne? Jo. Außer für mich ist plus 2. Oh, klar. Ich krieg's jetzt nicht! Wow. Dann stehst du jetzt auf dem anderen Wagen. Es ja! Der Zwerg! Du bist der Held! Sternstunde für den Zwerg. Du bist Boss, Junge! Ich weiß schon, warum ich dich bezahle und warum du auf meinem Wagen stehst. Du bezahlst ihn gar nicht! Ich bezahle ihn demnächst. Will ich hoffen. Ich bin so gespannt auf die Geräume. Wir kommen gleich und fahren uns alle um, während wir hier auf der Straße stehen und Pläuschen halten. Ja gut. Und jetzt? Ich möchte übrigens dann während dieser Runde schon mal aufstehen und da hinterher sprinten, denn die sind ja nicht sehr weit weg. Ich weiß nicht, ob die jetzt anhalten, aber ich sprinte schon mal. So, dann steht jetzt Torgosch drüben. Starkert hatte schon eine Probe gewürfelt. Ja, quasi nächste Kampfrunde. Also kann Starkert jetzt nicht auch noch Gut, Starkert könnte nämlich doch vielleicht jetzt hier unseren Jirudin überfahren. Starkert wird nicht springen, weil er ist nicht lebensmüde. Das ist eine gute Idee. Schieß Lutisana, damit sie Jirudin in den Wagen klauen kann. Lutisana, was macht denn Lutisana? Er schießt Lutisana, damit Jirudin in den Wagen klauen kann. Ich hab Wagenlenken nur auf 3, aber hey. Sturmangriff, rammen, das macht keinen Sinn. Trampeln. Sie lässt den Wagen neben dir fahren und sie würde dir dann selber einen Sturmangriff mitgeben. Das heißt, es ist kein Wagensturmangriff, den kann sie auch machen, sondern es ist einfach, sie benutzt die Geschwindigkeit des Wagens, um dir einen Sturmangriff mitzugeben. Also alles klar. Fährt an dir vorbei und drückt dir dann einen rein. Ich lasse sie auflaufen. Ja, ist okay. Ich glaube nicht, dass es okay ist. Chippy von Lutisana. Wie gut, dass ich einen hab mit dir. Wenn es jetzt die 1 wird, dann werde ich dir das für alle Ewigkeiten nachhalten. Und dann bin ich tot. Hast du es geschafft? Ja, warte. Es muss nicht zwangsweise geschafft sein, sonst kriegt er eine Erschwernis von. Und das ist gleich wichtig. Also erstmal zu Qualität 10 nur, im Gegensatz zu Qualität 13, was da steht. Ja. Dann kommen wir aber noch zum Kapitel des Gegenhaltens. Mein Verzeih mir, dass ich hier im echten WDS blättern muss. Das ist gar kein Problem. Und gerade das auffällt hier. Ich kann den Schaden auflaufen lassen, ist besonders effektiv. Bla bla bla. Artiles Angriff ist um 6 Punkte erschwert, da eine Distanzklasse überbrücken muss. Okay, das heißt, ihre Qualität sinkt auf 4. Dann sinkt ihre Qualität auf 4 runter mit 6 Punkten. Ich halte die Frau gegen. Alles aber Initiative sollte sie einmal ganz kurz würfeln, vorsichtig. Richtig, wie viel? Die Rosirene, ich bin mal 19. Also, die ist bei Qualität 4 und das könnte jetzt noch die Ini modifiziert werden. Machen wir mal eine 21. Echt? Dann hat sie 2 Punkte mehr, das heißt, sie ist wieder bei Qualität 6. Okay, das heißt, ich muss jetzt eine... Du musst jetzt gemessen Qualität 7 würfeln, um eindeutig der Gewinner zu sein. Richtig. Das ist locker geschafft. Locker. Ja. Das Gut. Schöne ist, dass sie jetzt stattdessen den Sturmangriffsschaden frisst. Sicher? Und ich, ja, und nicht die Hälfte davon. Okay, die Geschwindigkeit von dem Ding ist aktuell nur 13. Mhm, das heißt 13 halbe sind 14, sind 7. Ja.
Das heißt, das sind 12 plus 7 sind 19. Genau, 19 halbe kriegt Jalan. 19 halbe kriegt Jalan, das sind dann 10. Da kommen wir gleich zu, denn jetzt drücke ich erstmal meinen dran. Denk dran, ich krieg den halben Sturmangriffsschaden. Okay, dann kriegst du nochmal 3 weniger. Dann bist du nicht bei 19 halben, sondern bei 16 halben sind es bei 8. Und sie kriegt den vollen. Das heißt, wir haben 13 plus, was war die Geschwindigkeit, 7? 7. Geschwindigkeit 13, also 7 Punkte dabei. Ja. Plus 4 sind wir bei 24. Ja, die plus 4 haben wir aber auch nicht, dann bist du bei, dann kriegst du... Die hatten wir nicht, dann muss die bei mir auch noch dabei, dann kriege ich 21, davon die Hälfte. Hälfte 21 klingt richtig, oder? Nee, 18 halbe 9, 9 kriegst du. 9, okay. Ich gebe dir zwei Trefferzonen, die erste ist wieder für mich. 9 Schaden ins linke Bein. Hier kommt die Velocidad. Ja, interessant. Ich reiße im Grunde durch die Wucht des Aufpralls vermutlich ihre Wagen... Bedeckung an der Seite einfach mit ab. Gut, also sie kriegt 13 plus 27, 24 ins linke Bein. 24? Und ich, ja, und ich kriege 9 ins linke Bein, was immer noch, ouch, 6 Punkte sind. 1, 2, 3. Oh, ja, nimmt sie und sie kann weiterfahren. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir diesen Abend und wir können uns dann beim nächsten Mal ansehen, wie das mit Torgosch und Udalbert Ragnar weitergeht und ob sie an den beiden Magiern vorbeikommen. Willst du sie dann noch an auf die richtige Position ziehen, wo sie jetzt gerade ist? Das ist richtig, denke ich. Genau. Gut. Ich will noch kurz den Dings in meinem Token anpassen, die Lebenspunkte. Jeder weiß, dass ich 16 habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.